Spare ab sofort 1 bis 2 Stunden täglich und nutze sie für etwas Sinnvolles. So in etwa sind die Versprechungen für das optimale Zeitmanagement. Doch wie funktioniert das eigentlich? Und ich empfehle dir an dieser Stelle jetzt Zettel und Stift zu nehmen und nach jedem Schritt, den ich dir nenne, kurz anzuhalten und das aufzuschreiben, was dir in den Sinn kommt. Punkt Nummer 1, sich Prioritäten und Ziele zu setzen, bedeutet, das Wesentliche aufzuschreiben für die Gegenwart und für die Zukunft und wie du das definieren möchtest für dich ganz persönlich. Was willst du erreichen damit? Warum gibt es hier Optimierungsbedarf? Beantworte diese Fragen ganz ehrlich für dich selbst. Punkt Nummer 2, bestimme die Aufgaben, welche dich diesen Zielen am schnellsten näher bringen. Was musst du tun, um deinen Zielen, deinen Prioritäten so schnell wie möglich einen Haken dran machen zu können? Punkt Nummer 3, beginne mit der Planung. Wie würde dein perfekter Tag aussehen? Was ist realistisch betrachtet in den nächsten 24 Stunden für dich möglich? Was kannst du umsetzen, um diesen am Anfang aufgeschriebenen Zielen jetzt so schnell wie möglich näher zu kommen? Und wenn du dann diesen einen perfekten Tag geschafft hast, dann mache weiter. Den nächsten Tag, die nächste Woche, einen Monat und ein Jahr kannst du im Voraus planen, so gut es geht. Natürlich immer wieder mit Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Aber das meiste davon ist planbar und umsetzbar. Und darum geht es ja beim Zeitmanagement. Punkt Nummer 4, mache dir dabei bewusst, dass sich jede große Herausforderung in dutzende kleine Schritte teilt. Also sieh nicht immer nur das große Ziel und was dafür nötig ist, sondern beginne mit vielen kleinen Schritten, einen nach dem anderen, der dich dann schlussendlich zu deinem Ziel führen wird. Punkt Nummer 5, erledige die wichtigsten Aufgaben immer zuerst. Das mag nicht immer ganz einfach sein, es sind nicht unbedingt immer die Aufgaben, die besonders viel Spaß machen, aber nötig sind. Arbeite daran, diese gewisse Disziplin reinzubekommen, und wenn das die schwerste Aufgabe, die größte Herausforderung am Tag bewältigt ist, fällt der Rest umso leichter und du bist umso einfacher motiviert, weiterzumachen. Punkt Nummer 6, es geht auch um Kleinigkeiten, zum Beispiel versuche, gleiche Aufgaben zu bündeln. Nimm dir an einem Punkt des Tages die Zeit dafür, beispielsweise alle E-Mails zu beantworten, einmal in sozialen Netzwerken alles zu prüfen, was du an Benachrichtigungen bekommen hast, alle Telefongespräche, die heute wichtig sind, zu führen. Bündle solche Aufgaben, mache sie am Stück, dann musst du dich nur einmal darauf vorbereiten und wirst wesentlich mehr Zeit für andere Dinge haben. Und Punkt Nummer 7, nimm dir abends mal noch 5 bis 10 Minuten Zeit, um den Tag zu analysieren. Was hat heute geklappt? Was konntest du alles in deinem Terminplaner abhaken? Was könntest du noch verbessern? Optimiere dich, das klappt nämlich nicht von heute auf morgen. Das ist genauso wie jemand sich nicht von heute auf morgen die Ernährung umstellt oder sich das Rauchen abgewöhnt. Es braucht Zeit, es braucht viele Schritte, es braucht immer wieder Ehrlichkeit zu sich selber, Selbstkontrolle und analysieren, was kann ich noch besser machen. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter hin zum perfekten Zeitmanagement. Ich verlinke dir unter diesem Video mal einen sehr lesenswerten Artikel. Es gibt Bücher dazu, ich selbst habe schon eins geschrieben. Du kannst dir da noch viel, viel mehr Input holen, aber das war jetzt erstmal nur für den Anfang. Wie startet man eigentlich mit Zeitmanagement? Wie kann ich das optimieren? Das waren mal meine 7 Tipps dazu. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Deine Fragen sind jetzt natürlich gewünscht und gewollt in den Kommentaren und bis zum nächsten Video.